Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris. Ja, heute mit einem MW2 Gameplay mal wieder. Und ihr werdet euch fragen, hey Chris, warum kommt eigentlich in der letzten Zeit so wenig von dir? Ja, das liegt einfach damit zusammen, ich habe momentan wirklich überhaupt keine Lust zu spielen. Bei mir ist momentan so ich habe keinen Bock zu zocken, die Spiele machen mir nicht mehr wirklich viel Spaß. Ich quäl mich in Black Ops, ich quäl mich in MW2, es ist einfach nicht mehr das, was es mal war, und deswegen kommt da auch nichts mehr. Ich habe wirklich, ich versuche immer irgendwie dann vielleicht ein, zwei Gameplays zu machen, aber es geht einfach nicht. Ich habe kein Video, also ich habe Videomaterial, aber es ist alles zu lang und ich kann ja keine halbe Stunde nur mit irgendwas vollschwatzen. Und deswegen kommt da in der letzten Zeit einfach sau wenig. Ja, höchstwahrscheinlich werde ich mit Dead Island ein bisschen was machen. Haben wir ja bloß erst zwei Folgen, also wir haben zwei Videos, ich habe erst zwei Videos rausgebracht, und ich denke mal, es hat den Leuten eigentlich ziemlich gut gefallen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr zeigt, vor allem mit dem Anna-Serial, der hat sich ja auch geholt, und ich denke mal, da wird ein bisschen was funktionieren, und ich hoffe es mal. Ja, ich habe hier auch noch ein kleines Ding, wo habe ich das gelesen? Battlefield, genau. Battlefield 3, für die Leute, die es interessiert. Ich habe hier so einen Artikel, interessant wird's: PS3, Xbox 360 Duell. Demnach ist die PS3-Version die hübschere der Konsolenfassungen und bietet im Vergleich zur Xbox 360-Version unter anderem knackigere Texturen und bessere Beleuchtungseffekte. Geht um Battlefield 3. Ja, und kommen wir zum Thema Battlefield 3. Jetzt im Oktober sind ein paar richtig geile Games angesagt. Und zwar Battlefield 3, es kommt Batman Arkham City kommt raus, es kommt FIFA das neue raus. Nächsten Monat kommt, also im November kommt dann MW3, Uncharted, Max Payne müsste, glaube ich, dieses Jahr auch noch kommen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Rage vielleicht, weiß ich noch nicht. Rage wird übrigens, die Leute, die sich es holen möchten, auf der PlayStation 8 GB Installationskapazität verbrauchen. Das am Rande. Und ich denke mal, mit den Games, also, die sind so ein Must-Have. Ich weiß nicht, wann ich sie mir kaufe und wann und wo, weil es ist ja doch für jedes 60 €, das ist schon eine Stange Geld. Und ich muss wirklich mal gucken, wie ich das Ganze anstelle, ob ich mir das Zeug vielleicht, also für den Oktober, in England bestelle, oder ob ich es irgendwie in Deutschland mache, ich habe keine Ahnung. Ist ja, wie gesagt, sind wieder so fast 200 € nur an Games, und es ist schon ein Haufen Schotter. Die Sache ist immer die, ich kaufe immer Spiele, aber im Endeffekt, man bleibt doch immer auf MW2 oder Black Ops hängen, weil es einfach die Mehrheit spielt. Und es bringt einfach nichts, wenn ich jetzt sage, ey, Leute, Mann, ich habe mir hier Batman Arkham City ist ein schlechtes Beispiel. Ich habe mir jetzt, irgendein Spiel gekauft, und keiner spielt es dann aus meiner Freundschaft. Das ist dann halt total ungünstig, und dann macht auch das Spielen keinen Spaß. Bei mir macht das Spielen erst richtig Spaß, wenn es halt mehrere Leute sind. Oder wenn der Singleplayer von der Story her so packend ist, so geil ist, dass ich mir das Spiel auch alleine reinziehen kann. So an sich ist die PlayStation einfach für mich nur eine Multimedia-Plattform, und es ist halt lustig, weil man mit Leuten spielen kann, und das macht den Reiz auch in meinen Augen aus. Aber ansonsten, ja, momentan ist halt so eine kleine Flaute, ne? Ich denke mal, da wird es auch einigen so gehen. Ich habe auch keinen Bock, hier irgendeinen Rotz hochzuladen, also irgendwelche voll verkackten Gameplays. Ihr habt ja mal gesagt, ihr wollt so eine KD von Minimum 5 bis 6, und das ist halt auch nicht gerade easy. Ich hau die auch nicht jedes Game raus, ich bin halt nicht so der Ultra Pro. 3er KDs und so, das ist eigentlich schon so Standard, aber 6er, 5er, das ist schon auch schon bei mir so ein was Außergewöhnliches. Ich hoffe, dennoch hat euch das Video gefallen. Ich konnte euch ein paar Infos nochmal vermitteln, wie es momentan ausschaut. Die Woche wird noch ein Video kommen zu Swiss Toys, Datum mit dem Under-Serial, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, aber die Woche auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Servus Leute, euer Chris.